Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Parkbauprojekt Mountains of Alaska. Beim letzten Mal haben wir den Eingangsbereich und unser erstes Gehege an einem Hang von einem Berg gebaut. Und unsere 8 Homalocephale haben auch tolle Namensvorschläge von euch bekommen. Ich habe übrigens auch noch die Skins von diesen angepasst. Das hat ihr nämlich auch in die Kommentare geschrieben, dass die teilweise nicht ganz so passend waren. Und die habe ich jetzt halt nochmal ausgewechselt. Und dann geht's auch direkt weiter mit dem Speedbuild. Wir bauen eigentlich genau an der Stelle weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Nämlich unten bei dem Tunnelausgang. Also oben vom Eingangsbereich führt ja ein Tunnel runter, so ein bisschen den Berg hinunter. Und an der Stelle wollte ich dann auch den nächsten Bereich und das nächste Gehege bauen. Als allererstes plane ich hier eine Besucherplattform. Das mache ich wieder mit so einer Lagune, die halt in dem Boden ist, damit wir diese coole Betonmauer dann wieder haben, die das Ganze dann so abstützt. Ich werde in diesem Parkbauprojekt übrigens sehr viel mit dem Terrain-Tool arbeiten, weil ich mir natürlich vorgenommen habe, ganz viele Höhenunterschiede einzubauen und viel an Klippen und Bergen sowas zu bauen, damit wir dann im Endeffekt auch diese Optik hinbekommen, dass das wirklich ein Bergpark ist. Das Ganze heißt ja Mountains of Alaska und dementsprechend müssen wir dann halt das Ganze schön bergig bauen. Hier reiße ich jetzt gerade wieder eine Lagune ab, damit ich den Weg so ein bisschen bearbeiten kann, aber ihr hattet auch in die Kommentare geschrieben, dass das wohl auch geht, wenn man direkt im Wegetool ist und dann auf das Abreißen geht. Dann kann man auch ohne Probleme die Wege noch bearbeiten, selbst wenn eine Lagune unter ist. Werde ich in den nächsten Folgen dann auf jeden Fall berücksichtigen. Ihr habt aber allgemein echt viele coole, hilfreiche Sachen in die Kommentare geschrieben. Schon mal vielen, vielen Dank dafür. Ich habe mir eigentlich jeden Kommentar durchgelesen. Auch wenn ich nicht jeden Kommentar beantworte, also sobald ihr so ein Herzchen da von mir bekommt bei YouTube, dann habe ich die auf jeden Fall gelesen. Aber antworten ist immer zeitlich gesehen halt nicht immer ganz so einfach, also auf alles zu antworten, was ihr schreibt. Aber ich versuche immer so viel wie möglich zu lesen natürlich. Ihr habt euch sicherlich auch schon gefragt, warum aktuell so wenig Livestreams kommen. Das liegt einfach daran, dass ich echt nicht so viel Zeit habe, weil ich bin auch noch mitten im Umzug und habe allgemein echt viele Sachen und Termine momentan so. Also was anderen Job angeht und Real Life und was es da nicht alles zu regeln gibt. Und deshalb passen bei mir momentan Videos irgendwie so ein bisschen besser in den Zeitplan. Aber ich werde auch wieder, sobald das besser wird mit der Zeit, wieder ein bisschen mehr streamen, weil ich vermisse das schon ein bisschen. Aber man muss ja auch so ein bisschen dazu sagen, dass momentan wirklich viele Parkbauprojekte am Start sind. So, wir haben Prehistoric Kingdom, was jetzt im Early Access Release ist. Dann haben wir natürlich Jurassic World Evolution 2, wo wir eigentlich immer Parkbauprojekte vor uns haben. Also ich habe noch so viele Ideen. Ich glaube, da werden wir noch lange Spaß mit haben mit dem Game. Und dadurch haben wir halt wirklich viel mit Bauen und sowas. Und ich finde tatsächlich immer, dass diese ganzen Baugeschichten immer im Video ein bisschen besser sind. Weil man halt einfach schneller vorankommt. Das kann man halt dann immer schön im Speedbuild machen, das Ganze vorspulen. Und im Livestream, finde ich, da hat man so wenig Erfolgserlebnisse. Weil dann macht man auch immer Pausen, guckt so ein bisschen auf den Chat und so. Und dann schafft man irgendwie gefühlt immer gar nichts. Und im Video ist es halt immer so schön schnell. Also man hat dann irgendwie 20 Minuten... schafft dann ein ganzes Gehege und im Livestream würde das Ganze irgendwie 2-3 Stunden dauern. Das ist natürlich dann auch nochmal so ein Grund, der so ein bisschen dafür spricht, sowas im Videoformat quasi zu machen. Jetzt gerade baue ich hier auch so einen Weg, der so langsam runtergehen soll an dem Gehege entlang. Da muss man immer gut planen, damit das später auch vernünftig übergeglättet ist. Also einmal so ein bisschen breiter nach links und rechts das Terrain anpassen und dann einmal überglätten. Und dann ist ganz wichtig, dass man keinen Fehler mehr macht. Also wenn man jetzt zum Beispiel hier diesen Innenbereich anpasst, dann darf man nicht mehr ja den Weg sozusagen betatschen mit dem Terrain-Tool, weil ansonsten würde man sich wieder alles kaputt machen und das wäre halt mega aufwendig, das dann wieder rückgängig zu machen. Deshalb, wenn ihr sowas macht und sowas vorbereitet habt, am besten einmal speichern und wenn euch ein Fehler passiert, dann könnt ihr einfach neu laden. Weil es gibt ja leider immer noch nicht bei Jurassic World Evolution 2 so eine Rückgängig-Funktion. Die vermisse ich leider auch noch sehr. Das merkt man leider immer besonders doll bei solchen Projekten mit vielen verschiedenen Höhenunterschieden. Weil mit solchen
verschiedenen Höhensachen kann man sich immer echt viel kaputt machen. Und dann muss man immer alles wieder rückgängig machen, selber manuell, wenn man nicht regelmäßig speichert. Und ja, gerade bei sowas merkt man halt immer schmerzlich, wie diese Funktion einfach fehlt. Ich hoffe echt, dass sie nochmal mit einer Mod ins Spiel kommt oder noch besser mit einem Update oder so, damit auch die Konsolenspieler und sowas davon haben. Weil die tun mir sowieso immer noch mega leid, dass die keinerlei Mods oder Freebuild oder sowas benutzen können. Ich hoffe, da wird irgendwann auch nochmal irgendwie ein Update oder so kommen, dass Freebuild einfach standardmäßig ist. Oder dass man es irgendwie optional auswählen kann oder sowas. Weil Freebuild ist so gut. Also man kann halt alles ineinander platzieren. Man muss sich nicht immer Gedanken machen mit den ganzen Hitboxen und so. Das ist einfach so eine wichtige Mod, finde ich. Und ich könnte zum Beispiel gar nicht mehr damit, also ohne diese Mod bauen. Es haben mich schon viele gefragt, ob ich nicht mal wieder so ein Bauprojekt machen könnte, komplett ohne Mods. Aber ich glaube, ich könnte das nicht. Ich glaube, das würde mich zu sehr nerven dann immer an der einen oder anderen Stelle, weil ich es einfach schon gewohnt bin, mit diesen coolen Mods halt zu bauen. So, jetzt ist der Weg nach unten hin auch fertig. Und ihr habt jetzt ja gesehen, wie viel Arbeit das ist. Damit man dann einen vernünftigen, glatten Übergang hat. Und jetzt muss ich halt wieder mega vorsichtig sein, dass ich da nicht an den Weg rankomme. Ist mir übrigens ein paar Mal passiert, da musste ich neu laden. Aber habe ich natürlich für euch rausgeschnitten. Für euch, ihr seht nur das Erfolgserlebnis. Die Frustration ist rausgeschnitten worden. Nee, so schlimm war es halt nicht. Wenn man gut organisiert ist und immer vernünftig speichert und so, dann ist das an sich auch kein Problem. Aber der Plan war es hier, mehrere Ebenen für das Gehege zu erzeugen. Und dann geht man sozusagen diese Ebenen entlang herunter an dem Gehege. Und jetzt kamen schon wieder die Zäune dann diesen Weg entlang an dem Gehege, damit die Besucher dort auch nicht ins Gehege fallen. Da habe ich mich wieder für diesen niedrigen Betonzaun, ist es glaube ich, ne? Ja, Betonzaun entschieden. Aber das ist auch so ein bisschen mein Lieblingszaun von dieser Fence-Mod. Und hier oben am Gehege habe ich dann auch nochmal so einen kleinen Holzzaun gemacht. Der ist dann sozusagen für die Dinosaurier, die da drin leben werden, damit die dort nicht runterfallen. Ich meine, sie würden da natürlich nicht runterfallen, wenn ich das mit einem unsichtbaren Zaun abstecke, aber ich fand es eigentlich optisch ganz cool, die Idee. Und jetzt kam als nächstes wieder einige Felsen noch dazu. Da wollte ich nicht zu viele benutzen, aber auch nicht zu wenige, weil ihr wisst ja, je mehr Objekte wir hier verwenden, desto kleiner wird im Endeffekt der Park, weil halt irgendwann das Spiel halt Probleme macht, wenn zu viele Objekte verbaut sind. Und deshalb habe ich hier versucht, so einen gesunden Mittelweg zu finden. Und ich glaube, das habe ich dann im Endeffekt auch ganz gut geschafft. Habe auch zwei verschiedene Felssorten genommen. Einmal die mit dem Braun obendrauf und einmal die mit dem Grün obendrauf. Und damit die Besucher auch die Dinosaurier im Gehege nochmal besser sehen können, habe ich dort diese coolen Viewing-Tunnel-Plattformen gemacht. Also die halt mitten im Gehege sind, wo man halt in das Gehege sozusagen reingehen kann und dann direkt im Gehege bei den Dinosauriern steht. Also viel näher kann man eigentlich gar nicht ran an die Dinosaurier. Die fand ich hier auch optisch richtig cool. Die sind übrigens auch bei der Tunnel-Mod dabei, die ich ja verwendet habe, um von oben vom Eingangsbereich hier nach unten zu kommen. Werde ich auch noch öfter in diesem Parkbauprojekt verwenden, weil es halt einfach so eine sehr entspannte Lösung ist, das Ganze mit Tunneln zu machen.
Jetzt kam natürlich noch ganz viel Foliage, also Bäume und Büsche und sowas. Dabei habe ich auch die meisten Sachen manuell platziert, weil das halt ein bisschen praktischer einfach ist. Dann kann ich es halt genau an den Stellen die Bäume haben, wo ich sie auch gerne haben möchte. Jetzt habe ich hier oben an dem Weg auch noch einen schönen Springbrunnen eingebaut. Und unten bei dem Gehege habe ich auch nochmal so einen kleinen Platz für die Besucher gebaut. In einer anderen Wegfarbe. Wo sich die Leute dann nochmal hinsetzen können und ein bisschen ausruhen können von dem langen Weg, den sie gelaufen sind. Jetzt muss das Ganze natürlich auch noch mit unsichtbaren Zäunen abgesteckt werden, damit die Dinosaurier dort nicht ausbüchsen können und auch nicht doof die Klippen runterlaufen. Und jetzt gerade landet unser letzter neuer Bewohner für das Gehege. So sieht das übrigens jetzt fertig aus. Haben wir echt gut hinbekommen mit den Höhenunterschieden, finde ich. Das sind wirklich viele verschiedene Ebenen, wo die Dinosaurier drauflaufen können und auch die Besucher drauflaufen können. Dadurch entsteht schon eine sehr schöne Bergoptik. Aber wir schauen uns jetzt mal die neuen Bewohner an. Das sind nämlich 6 Edmontos mit verschiedenen Skins. Und 3 Amagas. Wusste tatsächlich aber gar nicht, dass die Amagas so viel kleiner sind als die Edmontos. Oh, wie süß die toben. Voll schön. Für die könnt ihr auch wieder tolle Namensvorschläge gerne in die Kommentare schreiben. Und das Beste ist ja sogar, wir laufen hier gerade so schön lang, wir können jetzt hier reingehen und dann ist man direkt bei den Dinosauriern im Gehege. Ich finde das so cool. Man kann die dann auch natürlich, wenn man hier unten steht, noch sehen. Wenn die dann nah am Zaun sind, kann man die auch perfekt sehen von hier unten. Wenn man hier weiter hoch geht, kriegt man sogar noch mal einen besseren Überblick. Hier oben können wir auch noch mal schnell reingehen. Da läuft nämlich gerade so schön ein Amaga lang. Hier ist dieser mittlere Metallbalken so ein bisschen im Weg. Wäre noch schön, wenn der hier nicht gewesen wäre. Aber ist auch nicht so schlimm. Oh, da ist sogar einer. Der guckt sich die schon an. Laufen denn hier Gäste rum? Nee, irgendwie noch nicht. Das soll es jetzt aber mit der heutigen Folge gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und das Ganze gefällt euch. Wenn ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag und wir schauen uns nochmal an, was wir heute gebaut haben.